Vitalwelt Hausruck News. Eine Freizeitattraktion der besonderen Art stellen wir Ihnen diese Woche in den Vitalwelt News vor. Ich begrüße dazu bei uns im Studio Herrn Konrad Hallwachs. Hallo. Ja, was ist es jetzt genau, dass die Leute scharenweise nach Breitenecht zieht? Also wir haben heuer begonnen. Die Idee ist dazu entstanden, also wir wollten einfach einen Freizeitpark der besonderen Art. Wir wollten die Kinder wegbekommen von der Stadt, von Geräten, die sich wild herumdrehen und etwas im ländlichen Raum präsentieren. Und da ist uns die Idee entstanden, wir könnten ein Maislabyrinth machen. Wir haben das Ganze dann Irrwelt getauft. Dieses Maislabyrinth ist auf einem 5 Hektar großen Feld. Und ja, die Idee dabei ist, die Kinder kommen und versuchen, das Zentrum in diesem Feld zu finden. Wir haben für Groß und Klein etwas dabei. Das heißt, es gibt einen kurzen Weg, der dauert 15 Minuten, 20 Minuten. Einen mittleren, der ungefähr 40 Minuten dauert. Und für die ganz Großen haben wir dann einen Weg, der bis zu einer Stunde 20 Minuten, je nachdem, wie oft man sich verläuft, bewältigt werden kann. Wie viele Besucher haben diese verrückte Welt am Maisfeld heuer schon besucht? Wir feiern jetzt hoffentlich am Wochenende unseren 10.000. Besucher. Also wir haben 10.000 Besucher gehabt. Wir hoffen natürlich, dass es noch ein bisschen mehr wird. Wir kooperieren jetzt auch mit Schulen, weil es ein idealer Schulwanderausflug ist. Das heißt, wir sind im Schartner Hügelland. Das heißt, dort kann man wandern und kann das Maislabyrinth dann als Abschluss des Wandertages nutzen und die Kinder dort sich wirklich frei bewegen lassen. Es gibt auch eine Kooperation mit der Vitalwelt Hausruck. Wie funktioniert die? Ja, die Vitalwelt Hausruck, es war eher ein Zufall, dass wir zu dieser Kooperation gekommen sind. Also der Herr Hartl, Geschäftsführer von der Vitalwelt Hausruck, hat das zufällig in der Zeitung gelesen, für uns Gott sei Dank, weil sich herausgestellt hat, dass die Vitalwelt ein sehr starker Partner für uns ist. Die Vitalwelt bewirbt in ihrer Morgenpost und in ihrem Veranstaltungskalender unsere Irrwelt. Und gleichzeitig werden wir in dem Familienrahmenprogramm teilnehmen im nächsten Jahr. Das heißt, wir sind schon in den großen Veranstaltungskatalogen dabei. Und ich hoffe, diese Kooperation wird sich so weiterentwickeln, wie sie begonnen hat. Also wir haben sehr viele Gäste von der Vitalwelt und ich glaube, es stellt auch eine sehr gute Symbiose dar, weil wir als kleiner Partner der starken Region, aber trotzdem ein sehr außergewöhnliches Ausflugsziel für alle Gäste der Vitalwelt sind. Wie lange hat jetzt die Irrwelt noch geöffnet und wird es diese Attraktion auch im nächsten Jahr wieder geben? Also die Irrwelt hat prinzipiell heuer noch geöffnet bis Mitte Oktober. Also der Maisirrgarten hat ein natürliches Ablaufdatum, wird er natürlich auch recycelt. Also wir fahren einfach mit dem Mähdrescher drüber und werden das Feld noch für landwirtschaftliche Zwecke danach nutzen. Im nächsten Jahr haben wir vor, dass wir die Irrwelt in einem komplett neuen Gesicht präsentieren. Das heißt, wir werden die Irrwelt als Planetensystem anlegen. Es wird wieder ein Labyrinth stattfinden. Das heißt, man versucht dann in diesem Labyrinth alle Planeten und die Sonne als Schluss, also als Zentrum unseres Planetensystems zu finden. Wir hoffen auch heuer, dass wir noch einige Schulgruppen als Besucher in den letzten Wochen haben und besonders auf ein paar schöne Wochenenden ohne Regen, in denen man sich im Labyrinth in Breiteneich noch austoben kann. Herr Hallwachs, ich bedanke mich recht herzlich fürs Kommen und fürs Interview. Ich hoffe, Sie verirren sich nicht. Danke. Ich danke Ihnen. Bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Neues aus der Vitalwelt Hausruck sehen Sie wie gewohnt nächste Woche wieder. Die Vitalwelt Hausruck News.